Comedy Männer. Präsentiert von Emmy Joghurt Pur. Wollen wir anstoßen? Ja, unbedingt. Viva. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wölsche. Ja. Das ist ein Massaro. Massaro Jahrgang 21, feiner Rotwein aus Ampulien, Italien. Jawohl. Mhm. Ja. Er sieht wahnsinnig teuer aus, schmeckt auch so. Jawohl. Ist aber kannst du für 17 Franken im Coop haben, hat immer mal wieder auch eine Aktion. Aha. Ist aber mein Lieblingswein. Ist das so? Ja, also Lieblingswein. Einfach das ist immer so schlecht. Ist aber gut, ja. Ja. Massaro indeed. Ja. Ja. Sehr, sehr fein. Ich trinke noch nicht lang Wein. Ich trinke schon etwa seit 2 Jahren Wein. Ah, du hast gar keinen Wein getrunken vorher? Nein, vorher wirklich. Also, weißt du, mal so an einer Hochzeit oder so, aber die Haie nie Wein gehabt. Und jetzt mittlerweile geht Wein kühler. Das, wenn er Sachen macht, dann mache ich es immer richtig. Ja. Ja. Und ja, dann wieder auch, nicht mehr. Und du bist ja ein Penis kühler, oder? Ich spiele ja auch nicht Flugsimulator nur mit der Maus. Weißt du, was ich meine? Oder? Also, verständlich. Ja. Hast du einen Gaming-Chair? Ja, nein, Gaming-Chair nicht. Ah. Also, sitze ich normal, aber natürlich halt so eben mit Ruder und allem. Okay. Ja, und weil ich einen Weinkühler habe, ist es natürlich jetzt auch völlig gerechtfertigt, dass ich in dieser Philosophie-Runde sitze. Mhm. Das ist die allererste Ausgabe. Wir philosophieren über die wichtigen Themen von der Menschheit, von der Welt, vom Universum, manchmal auch aus unserem kleineren Universum. Und heute, aufgrund von Ostern zu der Premiere, beschäftigen wir uns mit dem Thema Religion. Oha. Erste Frage an euch. Was feiern wir denn an Ostern? Du hast richtig etwas vorbereitet? Ja, ein bisschen vorbereitet habe ich. Wow. Haben wir ein Glas Wein aufgemacht und auch vorbereitet. Also Ostern. Aaron, das weißt du ja was als guter mal, Katholik. Jetzt wird es richtig schwierig. Ostern, weißt du, ist das Kreuzigung? Nicht so. Nicht ganz. Also, weißt du, ja, also, du hast keine Freitag, aber... Ja. Also Ostern muss man ja mal aufteilen. Ja, das ist mal wichtig. Oder wir haben ja mal Karfreitag, oder? Dann haben wir den Osterdonnerstag, dann haben wir den Ostersamstag, Ostersonntag und den Ostermäntig. Richtig. So muss man das mal. Das ist mal zuerst. Jawohl. Gut, jetzt kannst du übernehmen. Ja. Nein, ich weiß es im Fall wirklich nie. Ja. Also die Leute. Also da wird gestorben wir können, und auffahren. Ja, aber ich könnte nach wie sagt man? Ausschlussverfahren. Oder? Also Ufert ist ja, wo Jesus wieder aufersteht, oder? Weihnachten ist ja, wo er geboren wird, oder? Ja. Dann muss Ostern seine Kreuzigung sein. Habe ich gesagt. Aha. Karfreitag. Karfreitag ist Kreuzigung? Ja. Und dann ist am Montag wieder zurückgekommen? Natürlich, 3 Tage später. Was war noch Ufer? Nein, Sonntag. 3 Tage später. Nein, Montag. Was war noch Ufer? 3 Tage später schon wieder gekommen. Keine Ahnung, dann ist er auf Besuch gegangen. Das kann sich niemand entscheiden. Was ist mit Christi Himmelfahrt? Also, es ist ja so. An Ostern feiern Christinnen und Christen das Hochfest von der Auferstehung des Herrn. Mit Gottesdienst wird der Sieg über das Leben, also der Sieg vom Leben über den Tod gefeiert. Mhm. Jesus, der gekreuzigt wurde und gestorben ist, ist am 3. Tag von den Toten auferstanden. Okay. So. Gut. Jetzt hat das eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet, so wie wir die Frage jetzt beantwortet haben, die wäre, sind die religiös? Nein. Nicht religiös in dem Sinn, aber ich sage jetzt so, ich finde gewisse Tage oder Kulturen oder so, gewisse Brüche, sagen wir, nennen wir es Brüche, so wie wir es leben, finde ich schon noch wichtig und auch irgendwie noch cool. Also einfach so der Grundsatz zum zusammenkommen und etwas essen, irgendwie so die Feste an und für sich, finde ich schon noch wichtig und einfach auch cool. Also man würde es wahrscheinlich nicht machen, wenn man nicht einen Anlass hat, obduziert, ja, jetzt müssen wir anhocken und jetzt müssen wir das feiern. Also wir nicht mehr einfach Weihnachten feiern, wenn es keine Weihnachten gibt, zum Beispiel. Mhm. Also so Zeug finde ich schon noch cool. Ja, Weihnachten feiert man natürlich mit seinen Liebsten. Aber auch mit der Familie. Und. Ja, es ist ja schon. Aber das, was du sagst, stimmt. Es ist ein Grund zum Zusammenkommen. Aber es ist ja auch so ein die Frage, wie du es richtig sagst. Man würde es sonst wahrscheinlich nicht machen. Und dann fragt man sich schon so ein bisschen. Ja, aber dann würdest du nichts mehr machen. Also dann hast du auch kein Wochenende mehr. Also, dann musst du das Wochenende weglassen, weil das basiert auf. Das ist ein religiöser Viertag. Am 7. Tage sollst du ruhen. Ja, gut, aber nur. Das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst ja kein religiöser Mensch sein und trotzdem religiöse Feierlichkeiten begehen. Oder wie zum Beispiel Ramadan.
mache ich zur Hälfte auch immer, oder? Dass der Tag du isst und die Nacht isst dann auch, oder? Also kann man das auch so ein bisschen mitmachen, oder? Das ist ja, für das muss ja nicht religiös sein, irgendeine Richtung, um ein religiöses Fest zu begehen, ja, oder? So wie man kann eine Kirche anschauen kann, weil es einfach ein schönes Gebäude ist. Und dass man jetzt das Gefühl hat, ich tue mich jetzt noch bekreuzigen bei meinen Laufen oder irgendwie so. Mache ich mega gerne. Aber den Hut abziehen, Schweizer, gell? Das würde ich jetzt noch machen. Vielleicht kommst du noch zu der Frage. Ich finde, es gibt eine Unterscheidung zwischen der Religion als Glaube und Religion als Kultur. Als Tradition in dem Sinne. Ja, als Kultur in dem Sinne. Unsere Gesellschaft ist prägt von der Kultur primär. Das heisst aber ja nicht, dass du gläubig bist. Und da finde ich, gilt für alle Religionen mehr oder weniger. Und da sind wir ja eigentlich jetzt bei der Ursprungs- oder Einstiegsfrage, oder was feiern wir Ostern? Ich glaube ja auch, dass die meisten religiösen Feiertage eben nur noch eigentlich einen kulturellen Charakter haben und gar keinen Glaubenscharakter mehr. Weil eben, ich behaupte jetzt, 90% selbst von denen, die Christinnen und Christen sind, wenn die auf der Straße fragst, über was ist am Pfingsten passiert, kein Place. Also wirklich, ja. Aber man weiss, ich habe frei. So. Ja. Und das ist mir primär wichtig. Und da habe ich, glaube ich, in meinem Comedy-Programm im letzten schon gesagt, ich bin grundsätzlich dafür, dass man einfach alle religiösen Feiertage abschafft. Und einfach jeder kommt noch 5 Ferientage aufs Konto über und kann sie dann einsetzen, wenn er sie braucht. Bin ich nicht der Meinung, weil dann ist es völlig verzettelt. Dann nimmst du dem Ganzen völlig den Rahmen weg. Weil wenn... Ja, aber es passiert ja auch auf nichts. Ja, das ist ja wurscht. Das ist ja völlig egal. Das ist weder Glauben noch Kultur. Ja. Oder? Dann hat es so etwas Neoliberales. Macht es dann, wenn ihr es wollt. So. Und dann, glaube ich, verliert es völlig an Wert. Weil dann bringst du nicht so viele Leute zusammen, zum Fest zu feiern. An Weihnachten sind wir immer am... Also, wir sind jetzt blöd, wir waren in der Familie, gewesen, nachher bist du irgendwie noch hart in den Ausgang und alle sind dann rum gewesen, du hast wieder mal alle Leute getroffen und so Sachen. Da verliert sich dann völlig. Also da wäre wie wenn du sagst, ja, du hast 2 Tage in der Woche, wo du kannst frei nehmen kannst. Nimm den frei, wenn du willst. Boah, ich weiss es nicht. Es würde den Wert am Ganzen verlieren, habe ich das Gefühl. Also frei nehmen, oder? Im Sinne von, einfach du hast 2 Freitage zu gut, nimm die aber durch. Fände ich okay, wenn man einfach würde sagen, das würde bedeuten, du kannst während 7 Tage pro Woche arbeiten, egal auf welchem Job, oder? Und kannst dann... Das hat sicher einen Haufen Nachteile wie Erreichbarkeit und so, weil nie weiß, wie die Leute erreichbar und so weiter. Aber das würde ich, sage ich jetzt noch eher, aber der Aspekt, den du sagst, mit dem, hey, wenn es wie einem aufgezwungen wird, oder? Es haben alle frei am 25. und 26. Dezember, liebe Grüße an Detailhandel, Bahnhöfe und so schon arbeiten, gibt halt den Charakter von, eben, man kommt dann halt zusammen, weil dann nehmen es alle auch dann, oder? Wenn ich jetzt meiner Familie würde sagen, hey, wenn mal wieder mal ein Familienbrunch, kannst du sicher sein, ist im November. Oder vorher ist immer irgendjemand weg. Lass uns auf das Thema Religion zurückgehen. Wann sind wir das letzte Mal in der Kirche gewesen, ausgenommen Hochzeit und Beerdigung? Wo wir wirklich proaktiv entschieden haben, ich gehe jetzt einem Gottesdienst beiwohnen. Ein Gottesdienst gehabt? Ja, also weißt du... Also, ich gehe regelmässig... Ich bin in den Dom gegangen. Also, mit den Kindern gehe ich regelmässig... Ich finde Kirchen ein mega geiles Gebäude. Bei uns in Gallen gehe ich in den Dom rein, weil der ist einfach ein mega geiles, schön. Krasses Gebäude. Absolut. Wie der Richtung der Tiere ist, ist ein anderes Thema, aber das ist ein geiles Gebäude. Mhm. Aber einen Gottesdienst ohne Hochzeit... Ich glaube, irgendwo um den Kumpf umeinander. Mhm. Wahrscheinlich an der eigenen Konfirmation. Also, schätzungsweise. Ja. Du hast gefragt, freiwillig? Ja, also. Oder? Aufgrund von, ich entscheide jetzt, ich will jetzt in einen Gottesdienst noch nie in meinem Leben. Ich bin konfirmiert und dort hast du ja auch müssen gehen, in dem Sinn, oder? Und ich bin noch nie in meinem Leben, habe ich jetzt entschieden, so, jetzt gehe ich in die Kirche, in einen Gottesdienst. Ich bin auch schon eben freiwillig eben so in die Kirche anschauen, aber bewusst in einen Gottesdienst bin ich noch nie in meinem Leben. Es gibt die 5 grossen Religionen, Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus und Judentum. Sind ihr Angehörige von einer von diesen Glaubensgemeinschaften? Nein, aber kulturell aufgewachsen mit 2 verschiedenen. Also das Christentum in dem Sinne von der Mutter mitbekommen, darum Konfirmation, also sogar getauft, ich bin notabene sogar getauft und dann konfirmiert etc. Auf Arno. auf Glaub. Vielleicht muss ich mal nachfragen, vielleicht haben sie es dort schon verhauen. Und der Vater ist jüdisch. Und hat diese Kultur auch mitbekommen. So. Mhm. Überhaupt nicht streng religiös, etwa gleich
prägt jetzt wie vom christlichen Glauben her, aber die mit zwei Religionen aufgewachsen und darum kommst du so ein bisschen mit über, du hast einen ganz anderen Blick auch auf Religion, weil du merkst, aha, da gibt es etwas anderes. Und man lebt Verschiedenes und aha, da gibt es den Viert, aha, da gibt es den Viert, aha, der ist fast so gleich. Ah, ich nehme beide. und so wachst du anders auf. Aber angehörig bin ich nie, also ich bin austreten. Aber kulturell, wie gesagt, finde ich, nehme ich jedes Fest mit. Das ist mir wirklich gleich. Da finde ich jedes Religionsfest, das sind coole Feste. Auch Hochzeiten grundsätzlich. Mhm. Das ist auch ein religiöses Fest. Voilà. Das finde ich lässig. Da nehme ich alles mit. Ja. Bei dir? Ich bin auch getauft und konfirmiert. Aber wie man es halt so gemacht hat. Also ich glaube, wir haben eine Person gehabt damals, wo der Sohn, das war ein Bub, wo die Mutter den Sohn aus dem Religionsunterricht dispensiert hat. Oder? Und das ist, ich meine, reden wir irgendwie von den 80er Jahren, oder, von der Spaten. Das steht, also es ist jemand gegeben. Nein, der muss nicht in den Religionsunterricht. Und wir haben daheim überhaupt nicht mit Glauben am Hut gehabt in dem Sinn. Oder? Mein Grossvater hat mir mal gesagt, er sei 16 gewesen, wo er entschieden hat, Religion sei nichts für ihn. Oder? Und das ist Jahrgang 30. Also 1900, hat das etwas geheißen. 1946 hat er entschieden. Das war wie Scheidenlag oder so. Ja, oder so. Und deswegen habe ich wirklich, ich bin einfach konfirmiert worden, weil man das halt so gemacht hat, oder? Das Kuvert mit dem Geld drin habe ich auch noch mitgenommen und so ist das halt gewesen. Den Satz habe ich meiner Pfarrerin mal gesagt, wir hatten irgendeinen Streit, irgendeine Diskussion in der Kirche dort noch vor der Konfirmation. Mm-hmm. Nach der Konf setze ich keinen Fuß mehr in den Laden rein. Das Lustige ist... Schwiegen Sie ehrlich. Das Lustige ist, rückblickend, wenn ich mir das überlege, oder, habe ich viele Sachen, gerade die wir im Konfunterricht gemacht haben oder auch im Religionsunterricht hatten, immer sehr spannend gefunden. Oder? Die ganze Geschichte vom Neuen Testament und so weiter, das ist natürlich hochspannend, oder? Und auch die Sachen, die man damals gemacht hat, so im Rahmen vom Konfirmationsunterricht, oder? Wo die Pfarrerinnen und Pfarrer die Dinge versucht haben, uns so ein bisschen mit dem in Verbindung. Die haben sich schon mega Mühe gegeben und sind auch coole Sachen gewesen, oder? Und von dem her, es hat mich halt einfach nie abgeholt, aber hätte jetzt auch können sein, dass man noch den Ärmel nimmt. Ich weiss es nicht. Also bist du neu in der Kirche? Ich bin ausgetreten aus der Kirche. Irgendwann ist es mir zu teuer geworden. Ist aber lustig. Ich bin reformiert. Ich bin auch neu in der Kirche. Ich bin nicht konfirmiert. Das hat einen einfachen Grund. Weil das bist, was bist du denn? 12, 13? 16. So, 16. 4, 15, 15, 16. 15. Mhm. Ich habe mit 12, 13 angefangen Golf zu spielen. Ja. Und mein Vater, notabene Pfarrerssohn, hat gesagt, Sonntag ist Konfunterricht halt. Aber Sonntag ist halt auch der Tag, wo man golfen kann. It's your choice. Was willst du? Und einem 13-, 14-Jährigen musst du halt nicht sagen, willst du am Sonntag mitkommen golfen oder willst du mitkommen in den Konfunterricht? Und ich habe, es ist aber ganz, ich habe gesagt, wenn du nicht konfirmiert wirst, gibt es auch kein Konfirmationsgeschenk. Ja. Also auf das habe ich Lust. Dafür ein Golfschläger. Der teuerste. Der teuerste Golfschläger. Nein, dafür habe ich müssen, auf die ganzen Konfirmationsgeschenke und alles verzichten. Ich muss auch sagen, ich bin an einem speziellen Ort aufgewachsen, in einem kleinen Kaff, wo sehr religiös war. Also wir hatten so einen Fischli-Verein dort. Wir mögen euch erinnern vielleicht, also auf dem Auto, die den Fisch hinten drauf haben. Da gibt es ja die mit den geschlossenen Schwanzflossen, sind die ganz extrem. Und die sie hinten drauf haben, sind ein liberaler. Ja. Und darum ist das ist eh schon ein Grüppli gsi, wo in dem Sinn immer zusammen gsi ist. Also sie sind auch über den Konf-Unterricht aus, haben die nochmal eigene Gruppen gehabt und so. Und ich bin dort nie drin gsi, habe es auch gar nie wollen. Ich habe, glaube nicht zuletzt aufgrund von meiner persönlichen Situation mit der Lungenkrankheit schon, wo mich natürlich als Kind sehr limitiert hat, auch nie einen Zugang zum Glauben gefunden. Also ich habe eher nie verstanden, warum tut mir Gott das an. Und bin darum dort so gar nie reingekommen. Und bin aber bis heute in der Kirche, ich bin nie ausgetreten. Ich zahle auch Kirchensteuer drum und ich zahle sie sogar gern, weil ich es wie ein soziales Engagement sehe von mir. Ja. Ich kann auch gerade sagen, wenn ich in der katholischen Kirche wäre, wäre ich längst ausgetreten. Also, weil der Prunk, was dort im Vatikan vollziehen, der geht mir komplett gegen den Strich. Die ganze Missbrauchsgeschichte ist nochmal ganz anderes Fass. Glaube ich, gibt es wahrscheinlich auch in der Reformierten. Da hört man es vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich glaube,
dass mega viele Leute in dem einen Halt finden. Mhm. Und wenn ich mit meiner Kirchensteuer etwas dazu beitragen kann, dass andere Leute, die in dem einen Halt finden, eine gute Zeit haben, mhm, dann ist das wie meine soziale Abgabe. So habe ich es mir lange auch quasi, also, für mich so beschlossen, oder, dass ich in der Kirche geblieben bin. Ich habe gefunden, hey, gerade die reformierte Kirche macht sehr viel Gutes. Das merken wir auch auf der Kommunalebene, ja. Bei uns, wo wir das Büro haben und wo wir die Studios haben. Wir sind ja im Verwaltungsgebäude von der reformierten Kirche, also oben rein verwaltet die reformierte Kirche, haben da auch mit allen Leuten wirklich sehr einen engen Austausch, oder? Und immer, das sind einfach ganz nette Leute und die machen sehr, sehr viel Gutes. Also muss man also definitiv man darf es nicht verwechseln mit der Führungsriege, oder? Nein, ja, und vor allem, ich glaube, man muss vor allem auch unterscheiden, oder? Was macht Religion heute? Was ist die Religion damals gewesen und dann, was für eine Aufklärung hat sie erfahren? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was ich will sagen ist, und deswegen habe ich einmal gefunden, hey, ich bleibe in der Kirche, weil eben, die tut auch viel Gutes. Und ich habe einmal gesagt, ich bleibe in der Kirche, weil vielleicht würde ich irgendwann mal jemanden heiraten, was noch wichtig wäre, den Segen vom Pfarrer überzukommen. So. Und dann habe ich aber irgendwann gefunden, hey, Moment mal, das wäre ja eigentlich geheuchelt. Das Leben lang nie einen Gottesdienst und dann will er den Segen abholen vom Pfarrer oder von der Pfarrerin, ist irgendwie geheuchelt. Weil du ihm Quittung zeigst. Du hast ihm übrigens genau deine Steuern gezahlt. Das ist der Grund so. Und dann habe ich gefunden, erstens ist es geheuchelt und zweitens, wenn ich die Kirchensteuer nicht zahle, dann kann ich dann punktuell irgendetwas unterstützen, wo nach meinem Wunsch, oder? Wo ich finde, okay, die haben auch Geld verdient, so wie die Kirche das definitiv glaube ich, auch hat, aber andere auch. Und so mache ich das heute. Mhm, mache ich auch so. Abgesehen davon, dass du deinen Partner sowieso in der Kirche nicht darfst. Nein, auf der Hand habe ich genau gleich. Bei mir ist es so, als ich austreten bin, meine Großmutter ist mega enttäuscht gewesen. Ich habe mich an das Telefonat erinnert. Also die ist mega fest enttäuscht gewesen, weil ihren Mann, also mein Großvater, ist in der evangelischen Kirchgemeinde, hat er mitgeschafft. Notabene hier in dem Haus, wo wir heute das Studio drin haben. Ja. Meine Mutter ist hier aufgewachsen, die haben hier innen gelebt. Und sie war mega enttäuscht, weil sie da eben mit der evangelischen Kirche so in dem Sinne verbandelt waren. Was sie nicht gesagt hat, ist, dass der Großvater regelmäßig mit dem Pfarrer gestritten hat. Und zwar richtig heftig. Und so, ja, ich glaube, man kann schon so handhaben, man kann es zahlen. So, man kann mitmachen, man kann die Steuern zahlen. Oder eben, man platziert es an einem anderen Ort, wo man ein weiss, was ist. Ich bin auch austreten, mitunter auch, weil ich fand, dass... Oder hat den Kirchensteuern nicht mehr gezahlt, weil ich fand, dass... Nein, ich würde es gezielter einsetzen können. Weil einfach so avant perdu da den Betrag geben und nicht genau ein bisschen wissen, weißt du, den Sinn und Zweck vom Ganzen. Weißt du, man sagt, ja, sie machen viel Gutes. Ja, war genau. Und es war mir alles ein bisschen zu shady gewesen, mhm, irgendwo durch. Um es durchblicken, genau. Was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie in eine Kirche laufen? Sehr cool. Also, kommt auf was für eine Kirche? Eine reformierte Kirche, die sind ja relativ karg. Ja. So, die neuere katholische Kirche auch, da finde ich nichts besonders. Aber ich rede jetzt so von der Grossen, eben von einem Dom oder jetzt auch bei euch in St. Gallen. Ja, das ist schön. Kathedralen fast sind. Wahnsinn, ich stelle mir immer vor, die Arbeit und also da wirklich und die vielen Toten, ja, nein, also ja. Blut ja, und Tränen, also wortwörtlich, wo das braucht, um das bauen. Weil wenn bei uns etwas gebaut wird, denkst du, in dieser Größe, da geht ja Jahre, und dann denkst du, wie haben die da dort mal gebaut? Die Steine aufeinander aufbiegen und das heben heute noch. Das ist absurd. Mhm. Und die Malereien an der Decke, weißt du, man muss eine riesige Dimension malen, dass da unten so gut gesehen, ich finde es sehr eindrücklich. Sehr eindrücklich. Und es regt einem zum Denken ein, eben hinsichtlich Machtgebilde. Also man hat hier ein religiöses Haus gepflanzt. Mhm. Wie viel Macht die Leute haben, um zu sagen, wir bauen das. Mhm. Los. Mhm. Das finde ich krass. Also ist eindrücklich. Bei mir ist es Ehrfurcht. Immer. Und wenn das die kleinste, schäbigste Gemeindekirche ist, wo irgendwie in den 90er Jahren gebaut worden ist und seitdem nicht mehr irgendwie einen neuen Anstrich nicht bekommen hat, oder ob das irgendwie der Kölner Dom ist oder irgendwie so, dem ist immer Ehrfurcht. Auch im Wissen, oder, was alles passiert in so einer Kirche, oder wie viel, ich sage jetzt mal, Leben mit einer Taufe gestartet sind in so einer Kirche, wie viel Leben geendet haben mit einer Beerdigung in so einer Kirche, oder? Und so von dem Aspekt her, es ist einfach Ehrfurcht. Ich glaube, das richtige Wort. Bei mir ist Ehrfurcht bis fast schon ein bisschen Angst.
Ja. Manchmal ist das wirklich ein beklemmendes Gefühl. Ja. Also wie das Hirn natürlich eben aufgrund von all dem, was die Kinder auch eingeimpft bekommen hast, oder der liebe Gott sieht alles. Und dann denkst du so, oh fuck, was, wenn er wirklich alles weiss. Dann hast du immer so ein bisschen, ich habe immer ein kleines ungutes Gefühl und gleichzeitig eine extreme Faszination. Mhm. Also ich finde wirklich, auch wenn ich im Ausland bin, ich will unbedingt immer in die Kirche rein. Ich finde das etwas vom Spannendsten. Und das jetzt aber nicht nur auf christlicher Seite, sondern auch sechs in Thailand, in diesen Tempel, wo ich war oder so. Ich finde das extrem faszinierend und gleichzeitig zeigt es aber auch schön, wie das System funktioniert, indem man das eben alles so mächtig gebaut hat, hat man sich auch eine Macht gegeben und die Leute auch, muss wirklich sagen, unterdrückt und über Jahre natürlich sozial fast verknechtet mit Ansichten, die wahrscheinlich einfach ein paar ganz wenige gehabt haben, und aber das einfach so gut verkauft haben und eben mit der Macht und dem Prunk den Leuten auch immer das Gefühl gegeben haben, wir wissen alles über euch, wir sehen über alles, man muss beichten, man muss sich Absolution holen und so. Da hast du natürlich die Leute im Griff. Oder? Mhm. Und das ist der Teil, der mich an Religion mega fest stört. Es gibt fast keine Religion, glaube ich, die verbindend ist. Es wird zwar schon vorneweg, eben, liebe deinen Nächsten und weiss ich was, aber es ist hinten dran immer ganz viel Drohung und ganz viel, ja, aber wenn du dann das nicht machst und dann passiert dann das und so, man hat in den letzten paar Jahren bis Jahrzehnten schon gemerkt, das kannst du nicht so nicht mehr aufrechterheben, das System. Aber auch wenn du in diesen Malereien, gerade in den katholischen Kirchen hinein siehst, das ist ja wirklich Blut und Tod und da hängt einer am Kreuz und daneben drauf, es ist nur Schlacht eigentlich, wenn du die Malereien anlässt. Was ich immer sehr lustig finde, wenn dann so 3-4-jährige Kinder hier geschickt werden. Ja. Aber zu Abend ist dann der rote Balken unter dem SRF2-Logo, das dürfen sie nicht schauen. Und das ist etwas, wo ich, das ist so die Doppelmoral, die es halt ganz oft gibt, auch in den Kindern. Mega fest und gleichzeitig bestaune ich sie auch ein bisschen, jetzt gerade im Katholizismus. Weil, also dort finde ich ja einfach absolut geil. Du kannst ja sauen im Leben, wie du willst. Und du kannst hingehen und beichten. Yeah. Und dann ist es wieder gut. Ja. Das finde ich ein wahnsinnig geiles Konzept. Ja. Yeah. Wirklich, kannst du das zu Schulden kommen lassen, kannst du ein schlechtes Gewissen haben, dann gehst du beichten. Und dann ist es auch wieder mal gut. Mm. Ich finde, das ist ein Konzept, wo ich noch geil finde, im Sinne von, ja, ist gut. Also Twitter ist nicht auf Religion aufgebaut, kann man sagen. Ist nicht auf beruht sicher nicht auf dem Katholizismus. Das vergisst man nicht. Nein. Und bei der Reformation, oder ja, ist es so, bei uns ist es so, wow, so das Karge und auch das Schaffen, oder das fleissig sein. Und irgendwann kommt dann schon der Lohn. Oder? Da merkst du an Zürich, da merkst du an Genf. Oder? Das sind so die, da wird geschafft. Da wird nicht prunk. Wir tun uns auf die Arbeit konzentrieren. Und nachher, irgendwann gibt es dann vielleicht eine Belohnung. Aber uiuiuiuiuiuiui. Also das Stressige kommt von dort aus. Und im Katholizismus hast du so ein bisschen die Füllerei und auch mal geniessen. Und ein bisschen feiern. Die Labora eigentlich dann von dort ist. Also, ja, aber sie haben es irgendwie noch gut den Bogen rund, eben die Doppelmoral, haben sie noch gut den Bogen gemacht zum Saufen und zum Fressen irgendwie. Aber die Doppelmoral, die macht dich natürlich dann auch abhängig von der Kirche. Ja. Weil du weißt, oder, wenn ich kann mich in dem Sinne freikaufen, oder? Das ist dann durchaus auch mit einer Spende noch verbunden, oder? Das macht dich ja dann abhängig. Das System halt ist ja gemacht, dass du immer wieder kommst, oder dass du immer wieder antrabst und erzählst, was du Böses gemacht hast, oder? Weil ja klar ist, es wird immer irgendeine Sünde geben, die du begehst, oder? Und indem dass du deine Sünden kannst abladen in der Kirche, durch das kommst du auch immer wieder. Es entsteht eine Abhängigkeit. Natürlich. Deswegen ist es jetzt nicht so ein gutes System. Nein, ich sage nicht grundsätzlich, aber ich finde es grundsätzlich System gut, dass du kannst verzeihen und dann ist irgendwann auch wieder mal gut. Im Prinzip. Also ja, bis es ist zum nächsten Problem. Ja, natürlich, also. Aber es ist so ein bisschen unser Rechtssystem, dass irgendwann, wenn mal das Urteil gefallen ist, dann ist es auch nachher wieder gut. Es muss dann irgendwann wieder mal gut sein. Aber was musst du verzeihen? Also entweder brichst du das Gesetz, oder? Und dann musst du nicht beichten, sondern dann gehörst du angeklagt, oder? Oder du machst etwas, das moralisch nicht gut gewesen, oder? Ja, es ändert sich jetzt irgendwie, das dem Pfarrer erzählen, es ändert sich nichts, außer dass du wieder in die Abhängigkeitsspirale hineingehst. Ja, natürlich. Natürlich. Aber dafür ist halt ein System, ja. Ja, das ist natürlich. So. Gibt es Gott? Nein. Aus meiner Sicht nicht. Da sind wir uns alle drin. Es gibt, ich sage jetzt, göttliche Momente, würde ich jetzt mal sagen. Ist auch ein Bullshit, weißt, man kann ja sagen, ja, Natur ist Gott oder so. Finde ich auch Quark. Natur ist ja einfach.
Aber es gibt so Momente, finde ich, wo du eine Verbindung hast, eine besondere Verbindung hast, sei es mit einem schönen Moment. Wenn du irgendwie wandern bist und dann bist du neu mit einem schönen Ort und findest so, wow, das ist jetzt wirklich, oh, leck. Also das ist mehr so leichte göttliche, oder hast einen recht guten, schönen Klapf miteinander und hast einen schönen Abend gehabt, wo es wieder mal richtig gut hast miteinander. Dann findest du so, ah. Also du hast auch das Gefühl, wenn du beim Orgasmus «Oh mein Gott» schreist, das ist ein göttlicher Moment jetzt gerade. Nein, das mache ich nur bei dir. Ach so, wow. Mir noch aufgefallen. Ja. Ja, wir werden auch nicht heiraten. Nein. Ja. Nein, sorry, ja, sag du. Also ohne dass man es, ich glaube, das können wir dann in einer anderen Folge mal diskutieren, was ist es dann, wenn es nicht Gott ist? Weil das ist auch eine relativ grosse Frage, dann auch verbunden mit dem, ja, was passiert dann nach dem Tod? Also das ist ja auch dort wieder das Damoklesschwert, wenn du nicht anständig tust, kommst du in die Hölle. Und wenn schon, dann kommst du in den Himmel und das musst du dann eben auch kaufen etc. Also das ist dann nochmal ein ganz anderer Level. Ich glaube auch, dass wirklich das ist alles komplett erfunden. Mit dieser einen Person, die alles sieht und alles weiß, auch die ganze Bibel. Also wahrscheinlich wirklich das bestverkaufte Märchenbuch der Welt. Natürlich kann es die Personen geben, aber wir wissen alle, wie es ist, wenn man eine Geschichte weiterverzählt. Sie ist jetzt mehr als 2000 Jahre weiterverzählt worden. Wahrscheinlich ist sie nicht mehr ganz dort, wo sie mal gestartet hat. Also ziemlich sicher nicht. Und da kommt dazu. Und dann ist das Neue Testament, oder? Man hat einfach das Alte genommen und gesagt, nein, wir machen unsere eigene Version. Da ist der Gott böse. Nein, wir machen jetzt einen guten Gott draus. Also einfach schnell Copy, aber wir schreiben es einfach neu um. Okay, kann man machen. Und dann, glaube ich, hat es eben auch noch einen Übersetzungsfehler drin, oder? Das ist eigentlich eine Frau. Ja, vielleicht. Aber vor allem, ist ja der Ursprung ist ja so irgendwo im Mittelmeerraum rum und die Sprache dort ist ja wahrscheinlich ist ein bisschen blumiger gewesen, wie wir sie können reden. Das hören wir dann auch nicht, da muss man dann schon auch noch einrechnen, dass da beim Übersetzen, und also da merken wir ja heute schon, wenn irgendwie in einer anderen Sprache etwas gesagt wird, ja, Jesus Gott, was haben die gesagt? Ja, das sagt man so dort. Das ist auch nochmal ein Faktor, dass dort in der Übersetzung wahrscheinlich einiges dazugekommen ist, wo nicht so gemeint war, glaube ich. Und du hast gesagt, gibt es einen Gott, oder? Und wenn man jetzt wirklich müsste, schwarz-weiß denken, oder, dann würde ich sagen, nein, oder? Aber dort fängt halt die Antwort erst an, oder? Wenn du sagst, hey, nützt Homöopathie, oder? Irgendwie, nein. Wissenschaftlich nein. Hat es aber Leute schon gesund gemacht? Ja. Ja. So. Die Frage ist, hat es gesund gemacht, oder? Man weiß auch, dass religiöse Menschen sind glücklicher als nicht religiöse. Ja, natürlich. Sie haben ja einen Sündenbock für all ihre Probleme. Voilà. Aber es macht dich nicht hinterfragen, sondern Gott hat für dich entschieden. Es macht dich glücklicher. Es gibt Leute, die haben ihr Suchtproblem hinter sich gelassen, mit Hilfe von einer Religion. Genau. Da kannst du nicht hergehen und sagen, nein, da ist gescheiter, hängt der an den Nadeln, dafür glaubt er nicht. Also, nein, das Problem ist, er hat es ja selber geschafft, das hat mit Gott nichts zu tun gehabt. Genau, aber es hat er hat sich Gott ins Hirn nie gequatscht und hat es aber durch das geschafft. Und das meint, fair enough. Und dann gibt es einen Gott. Für ihn. Gibt es für ihn den Gott, oder? Und Das ist nicht ganz so schwarz-weiß beantworten, oder? Aber ja. Ich glaube, das Problem liegt auch ein bisschen dort, dass also ich sage jetzt Bibel oder Religion als Organisation ist in der heutigen Zeit wirklich obsolet geworden. Im Ursprung hat man das ja wahrscheinlich auch gemacht, um eine Gesellschaft zu organisieren. Oder? Man wandert miteinander durch die Wüste, es geht drunter und drüber. Irgendwann musst du anfangen, das Zeug irgendwie zu regeln. Ja, und sich nächten und ausbeuten. Also, ja, nein, nicht nur. Aber du musst eine Gesellschaft, musst du auf irgendeine Art eine Gesellschaft organisieren. Ja. So. Und dann brauchst du ein Regelwerk. Und dann musst du da aufschreiben, so, ja, da machen wir, was machen wir, da machen wir nicht. Und das ist in dem Sinne noch nicht Religion. Da kommt dann noch dazu, dass man da nie genommen hat, um gewisse Sachen auch zu erklären. Also die alten Griechen haben gemeint, die Welt käme aus dem Wasser raus. Weil es natürlich Inseln dort gab. Aha, ja, da wächst ja Land raus. Offensichtlich entsteht die Welt so. Also du musst irgendwie da um die Ume erklären. Und das ist ja heute in dem Sinne nicht mehr so. Das Allermeiste können wir wissenschaftlich erklären. Das Allermeiste. Und ist in dem Sinne bis dort obsolet. Das heisst, es gibt sogar, ich glaube, Atomphysiker, die gläubig sind. Weil irgendwoher, eben, da sind wir beim kleinsten Teil, beim schwarzen Loch, beim Urknall, woher kommt die Energie? So.
Ja, Gott, also zum bei dem Anschliessen, kann man manchmal auch so ein bisschen als Chiffre sehen für das Unerklärliche. Oder? Ja. Das schönste Zitat gefunden, so ein bei der Vorbereitung von einem Augustinus, ein paar Monate her, seit er gelebt hat, wo sagt, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. Also Dürrematt, das Gleiche, nicht nur Gott, sondern auch der Glaube an sich ist unbeweisbar. Ja. Und immer dann, wenn du es nicht kannst beweisen, sagt man, es war Gott gewesen. Ja. Oder einfach eine höhere Macht oder was auch immer. Oder? Und das ist schon ein spannender Fakt. Das ist ein sehr guter Punkt. Und dort finde ich, dort hängt es an, ich sage jetzt im Missionieren, oder wenn die Leute einen Anspruch erheben auf die Wahrheit und sagen, da ist die Wahrheit. Mein Glaube ist die Wahrheit und alles andere nicht. Und dort hört es bei mir auf. Weil man kann nicht darüber diskutieren, ob jemand glaubt oder nicht. Darum lasse ich auch den Leuten in dem Sinn ihren Glauben. Weil ja, das Wissen ist natürlich der Religion in dem Sinn ein bisschen quer gekommen. Also früher sind die Leute, ich wollte jetzt nicht sagen, dumm gewesen, sondern man hat noch nicht so viel gewusst wie heute. Oder? Man hat mit Wissenschaft und allem noch nicht so viel können beweisen. Und darum hat man den Leuten einfach können erzählen, wenn es gewendet hat, das hat jetzt der liebe Gott gemacht. Mhm. Wie eine Atmosphäre funktioniert, hat man halt einfach wie noch nicht gewusst. Und so ist das natürlich erklärbar. Und darum ist Religion halt, wie du sagst, sehr, sehr obsolet. Wurde teilweise. Ich habe einen spannenden Artikel vor Jahren schon mal gelesen im Spiegel über den Entstehung von Religionen, wo es eine Theorie gibt, eben in den Regionen, wo du vorher gesagt hast, wo das als erstes so ein bisschen entstanden ist. Dort hat man sehr viel Handel betrieben. Mhm. Und über mehrere Länder. Und man hat irgendwann herausgefunden, dass also es ist extrem viel beschissen worden natürlich, oder? Jeder hat noch versucht, irgendwie hindurch den anderen zu beschissen und nicht gleich viel zu geben fürs Geld oder irgendwie noch etwas zu erfinden. Wie CS. Ja, ein bisschen. Und man hat gemerkt, dass Leute, die ans Gleiche glauben, beschissen sich weniger. Dass das so ein bisschen die Entstehung von Religionen war, halt auch übergreifend über die Länder hinein, dass man die gleichen Werte hat, weil Leute, die gleichen Werte glauben, die beschissest du nicht. Also, ich sage jetzt, wenn du vom gleichen Fußballverein Fan bist, den ziehst du nicht über den Tisch. Das hat ja ein selbstreinigendes System dann, oder? Und ja, das ist soziale Kontrolle auch bis zu einem gewissen Grad. Es ist ein bisschen soziale Kontrolle und so weiter. Also, ja, weil Leute, die das Gleiche glauben, die sind immer grundsätzlich sympathisch, oder? Und das hilft natürlich auch am Handel extrem. Das ist, im ersten Moment ist das richtig, oder? Und das würde ja das unterstützen, oder? Aber ich beobachte immer wieder, dass gerade Leute, die das Gleiche glauben und sich wahnsinnig stark verschwören. Oder? Stichwort zum Beispiel so Rockerclubs. Oder? Wir sind Brüder für immer. Ich gehe für meinen Brüder durchs Feuer. Oder? Wo gibt es am meisten Lampen am Schluss? Und der schliessen wir aus und der gehört nicht mehr von uns und der hat mir Kohle geklaut. In diesen Gemeinschaften. Oder? Eben, aber das ist selbstreinigendes System. Wenn dann einer eben Kohle klaut, dann schliessen die ganze Gemeinschaft aus. Dann wird er ausgeschlossen. Oder? Aber ich habe das Gefühl, dort passiert viel mehr das Hintouren, das Hinterrücksen, als vielleicht andere, wo man sich nicht so viel gegenseitig schwört oder wie sagt man halt. Ja, weil du hast ja dann wie, du, wenn du Mitglied bist irgendwo, wo wir sagen, wir vertrauen einander, hast du dann genau, ich sage jetzt, eine gute Fassade. Ja. Du hast ja dann eine Fassade, du kannst ja dann hin, umso besser kannst du ja dann noch bescheissen, weil gegen vorne würde es ja nie jemand denken, in dem Sinn, oder? Ja. Gerade die Religionsgemeinschaft, ich meine, Jesus ist auch von seinen Jüngern hintergangen worden, wenn ich mich richtig erinnere. Oder nicht? So, also das ist so. Oder verwechselst du das mit dem Cäsar? Der auch. Aber auch der ist hintergegangen worden. Und das ist ja schon immer wieder, eben, dass man sich... Es geht dann auch um Macht. Oder? Gerade in der Kirche geht es auch immer um Macht. Oder? Und du weißt, okay, wenn ich jetzt den ausschalte, dann steige ich wieder das Leiterli auf und so. Ich sage nicht, es ist per se falsch, oder? Aber es löst halt dann wieder auch wieder andere Mechanismen aus oder andere Möglichkeiten. Ja. Ich habe einfach Mühe mit dem... Eben mit dem der Anspruch auf Wahrheit oder eben Religion ist einfach Glauben. Wenn irgendwo missioniert wird oder so, dort, wo ich Mühe bekomme mit dem Wahrheitsanspruch, wo dann eben ein ganzes Wertesystem dran hängt, wie wir gehen keine saubere Spritzen ab, da sind wir dagegen, oder Verhütung oder so Themen, wo dort wird. Weil dann betrifft es mich oder dann betrifft es das Leben von anderen. Was Leute für sich machen, ist mir völlig Wurst. Da könnt ihr Glauben machen und tun, wann ihr wollt. Aber in dem Moment, wo es anfängt, anderen Leuten ihre Gesundheit betreffen, anderen Leuten ihren Lebensstil, weil zwei Männer oder zwei Frauen wollen zusammenleben und du willst das verhindern und gehst politisch rein, weil dein Glauben, du schiebst deinen Glauben vor, um so Sachen zu verhindern, dort wird, das macht mich richtig hässig auch.
Das heisst aber nicht, dass ich nicht, mit so Leuten zu tun habe. Also ich gehe auch mit jedem, ich habe in meinem Studium relativ viel mit Freikirchler zu tun gehabt. Das sind mega spannende Leute gewesen. Ich war schon an einer Freikirchler Hochzeit, gewesen, mega spannend gewesen. Und habe immer gerne mit denen diskutiert. Aber bis am Punkt, an, wo ich dann bin, habe ich richtig Feuer gefangen. Dann einmal. Mhm. Ja, das ist genau so ein Punkt. Das hat die Religion häufig auch auslöst oder als Schutzschild oder als Grund genannt wird, um quasi ins Leben von anderen Leuten eingreifen. Also völlig intolerant, oder? Und das ist auch ein Problem, das natürlich mit sich bringt. Das ist so. Das Problem, das ich glaube von Religionen, ist ja die Einteilung, die jede Religion macht, in Gläubige und Ungläubige. Ja. Und solange es ja keinen Frieden unter den Religionen gibt, wenn natürlich auch alle einen Einzigkeitsanspruch haben, in dem Sinne, dass man sagt, es gibt einen einzigen Gott, oder? Und das ist meine, und alle anderen haben nicht recht, das bietet einfach ein extrem grosses Fundament für Fundamentalisten. Mhm. Oder? Und da, im Moment zeigt man da natürlich vor allem auf den Islam, wo das noch ein sehr aktuelles Thema ist. Aber da muss man nicht so wahnsinnig weit zurückgehen in der Geschichte, wo das bei den Christen genau gleich war. Oder? Nein. Nur schon zwischen Reformierten und Katholischen und noch weiter zurück. Also, in Irland ist es relativ mehr, lang gegangen. Oder, ja, ist eigentlich oder, zwischen, immer noch. Oder zwischen den Kantonen gibt es immer noch Lämpen, weil die sind katholisch und reformiert waren. Voilà. Und das verstehe ich nicht, dass man mit dem Wissen von heute immer noch Probleme hat. Aber auch da, eben, heute ist es vor allem auch da wieder in einem Gebiet aktuell, wo halt das Wissen fehlt. Und darum muss man glauben. Ja. Das, was du vorher beschrieben hast, habe ich jedenfalls ernsthaft gerade mal kurz müssen, ein bisschen an Twitter auch denken. Also, das klingt jetzt auch blöd. Wir machen da mal ein bisschen Jokes. Hat ja auch einen Gott seit Neuestem. Ja, nein, aber so, dass manchmal täuscht es mich ein bisschen in der aktuellen Debatte, egal wo, die Leute legen sich gern wieder in dem Sinne eine Uniform an und haben gern wieder so, da wo du sagst, man reiht sich so ein in die gleiche Wertegesellschaften. Ja, einfach Bubbles und da wo du gesagt hast, mit den Religionen, dass dort fundamental muss sein. Also, dass Leute, du musst ja dann immer besser sein wie die anderen, noch gläubiger und noch reiner in dem Sinne, in deinem Glauben und so der Wettkampf. Und der beobachte ich in letzter Zeit fest wieder, auch in dem Sinne nicht religiöse Gruppierungen, die sich so Sachen wieder annehmen. Und zwar hüben, also auf alle auf politischer Ebene, in gesellschaftlicher Hinsicht, so eine Intoleranz, die wieder ein bisschen einzieht. Man toleriert den anderen nicht mehr, wenn er nicht super ist oder nicht ist, wie genau gleich wie ich selber. Weil ja stinklangweilig wäre, wenn alle gleich wären. Das wäre furchtbar. Ja, und auch das Unverzeihliche, dass man gar keine Fehler mehr machen darf. Du darfst heute nichts mehr Falsches sagen, bevor nicht schon der ganze Mob wirklich wieder mit den Fackeln loszieht. Und das finde ich eine ganz schlechte Entwicklung. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass man sagt, es soll jeder einfach das können sagen, was er will, weil es gibt durchaus gesellschaftliche Sachen, wo man sich mittlerweile darauf geeinigt hat, wo geht und wo nicht geht. Aber dass man manchmal unter gewissen, wir sind immer noch alles Menschen und wir machen Fehler. Und eben, jetzt musst du die Absolution bei Twitter holen, mit dem Unterschied, dass sie dort eh nicht bekommst. Also beim Ablass von der katholischen Kirche ist die Zünde wenigstens weg gewesen. Aber jetzt funktioniert das so nicht mehr. Oder? Ja. Und also ich finde das schon ein spannender Vergleich jetzt von dir. Ja, es durch. So fundamentalistischer nimmt schon wieder zu. Ist das, weil wir irgendwie wieder einen Halt brauchen, weil wir uns mit uns selber nicht mehr sicher sind? Dass wir sagen, ich brauche eine Gemeinschaft, die mich auch immer wieder bestätigt, dass ich das Richtige mache? Ja, die Zugehörigkeit wollen ja alle irgendwo. Habe ich das Gefühl, du willst irgendwo dazugehören, du willst irgendwie, fühlst dich machtlos, du willst mächtiger sein, oder? Hat man in der ganzen Corona-Geschichte hat man da mitbekommen, man will mächtig sein miteinander, weil man machtlos ist gegen vermeintlich irgendeine Obrigkeit, wo man nicht dagegen ankommt. Da glaube ich schon in dem Sinne ein Urbedürfnis. Es bedarf einfach, finde ich, den Reflex haben wir alle mal, dass man irgendwie findet, ja, ich will irgendwo dazugehören, das ist lässig, so zu sein oder so zu sein. Aber ab und zu reflektieren darüber. Das ist das, wo ein bisschen abgeht. Also da gilt auch in der Religion selber. Die Diskussion darüber, gibt es Gott, wird wahrscheinlich nie mehr diskutiert wie in der Kirche, hoffentlich. Also so Sachen müssen passieren, weil sonst bleibst du ja irgendwie stehen, respektive bewegst du dich retour, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Schön gesagt. Wenn ihr noch könntet wechseln, wir sind schon fast wieder am Ende von unserer göttlichen Sendezeit. Wenn ihr noch wechseln könntet, welche Religion würdet ihr gehen? Muss man.
Nein, musst nicht. Also ja, wenn ich jetzt einfach sage, jetzt musst du. So. Aha. Schade. Sonst kommst du in die Hölle. Ich hätte mir sonst ein Mischmasch gemacht. Ich hätte so ein bisschen von allen Religionen eben so ein bisschen das Beste rausgenommen. Wahrscheinlich einfach die mit den besten Festen und den meisten 40. Ja, das macht Sinn. Ja. Gibt es eine Religion, die man findet, das finde ich, also die beste ist eine blöde Aussage, aber also, die fasziniert mich am meisten. Ja gut, aber das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich bin so ein Teil damit aufgewachsen und setze mich immer noch fest damit auseinander, dass so eben das Judentum, weil das ist nicht nur Religion, das ist es Kultur, ist es Volk, finde ich mega spannend. Ist mega spannend. Da habe ich mal den Podcast mal gelassen, wo du mir gesagt hast, also die ganze Geschichte mit der Bildung und so, wo ja. Dort reingekommen ist, dass eigentlich immer Antisemitismus ist immer der Hass auf Bildung gewesen, weil, ja. weil dann Unbildete haben mal Sachen gewusst, die Mächtigen gewusst haben. Also das ist schon noch in dieser Auseinandersetzung stecke ich schon noch fest drin. Aber mehr auf ist immer noch aktuell. Ja, oder? Aber mehr auf einer intellektuellen Ebene. Ja. Jetzt. Nicht praktizieren. Nicht, so. Nein, überhaupt nicht. Eine sehr, sehr spannende Religion, der Judentum. Halt, ja. Auch weil er eben im Prinzip mit einem Volk verknüpft ist, oder? Also mit einem, wie sagt man dem? Ja. Mit einem Land in dem Sinn, oder? Ja, nein, ja. Stamm. Oder Stamm. Das ist sehr spannend. Sind. Und das, was du vorhin noch gefragt hast, welche Religion würden wir uns anschliessen? Ich, der Rohingyas. Rohingyas? Rohingyas. Das ist ein Ableger von Fiat Lux, oder? Nein, das ist, ich glaube, es ist Argentinien. Also auf jeden Fall ein südamerikanisches Land und dort sind die Anhänger von den Rolling Stones, sind Rohingyas, ich glaube es heisst Rohingya, und die sind wirklich wie ein, es ist wirklich wie eine Religion für die, wo sie auch leben, mit Gebet und Gottesdienst und allem drum und dran. Und ich habe mal eine Doku gesehen über die, wo die Stones dann tatsächlich sehr schmal in das Land sind, um dort zu spielen, dann sind die Rohingyas komplett eskaliert, das würde ich machen. Du? Ich glaube Buddhismus. Ja. Finde ich wahnsinnig spannende, eine sehr, sehr vergleichsweise friedliche Religion. Und ich war ein paar Mal im asiatischen Raum, eben XX-Tempel in Thailand angeschaut. Also die Art und Weise, wie sie mit dem Tod umgehen, ist halt sehr, sehr freundlich, sage ich jetzt mal. Also wenn dort jemand stirbt, dann gibt es ein Fest. Das hat jetzt nicht mit dem Erbeleid zu tun, sondern nein, wirklich, das ist ein religiöses Fest, wo die Leute zusammenkommen und feiern die Person. Das fehlt mir so in uns manchmal ein bisschen. Mhm. Also, wo wir meine Großmutter beerdigt haben, haben wir müssen Lieder aussuchen, wo dann gespielt werden in der Kirche. Sie ist katholisch gewesen. Und wir haben dann so überlegt, ja, was hat sie gerne gehabt? Sie war der grösste Schlagerfan gewesen und haben dann irgendwie von Roland Kaiser über Nino De Angelo und weiss ich was, einfach coole Lieder ausgesucht, wo wir gewusst haben, an denen hat sie sehr Freude auf die Orgel. Und dann haben wir das angegeben. Und dann der erste Satz war, aber das ist also schon, es sind also sehr fröhliche Songs. Und ich dachte, ja. Und das dürfen sie sein, oder? Mhm. Sie hat die gern gehabt. Es ist genug traurig sonst an diesem Tag. Also es wird dort drinnen niemand von uns mitklatschen und mitsingen. Aber es ist wenigstens, was du weißt. Okay, und da jetzt wär, alle. Da wird jetzt die Hände zum Himmel oder zur Hölle, je nachdem. Aber da weißt du jetzt einfach, da wäre Thomas da gesessen und hat Freude gehabt. Das Verstecken von Freude und sowieso. Also, wir müssen jetzt das ganze Sexfass nicht aufmachen, aber dass all die Religionen so ein Problem mit der Sexualität haben. Und Frauen. Noch das größere Fass. Das zeigt einfach, eben, dass das immer noch, das, was ich am Anfang gesagt habe, mit dieser Drogenbärde, die immer so ein bisschen hinten dran ist, das können sie irgendwie nicht überwinden. Dadurch dringt immer noch sehr stark. Mega fest. Das ist krass. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich ist es, also ich bin nicht sicher, aber der Punkt ist, wieso dass wir drei nicht sehr religiös sind, kann ich mir vorstellen. Dass wir haben gerne Humor. Und Humor vertreibt es in einem festen System nicht einmal so gut. Also es vertreibt schon, aber es wird dann irgendeinem Punkt schwierig. Aber Entschuldigung, ist nicht der Judentum gerade eine Religion, die man mit sehr viel mit Humor in Verbindung bringt? Ja, gut, aber es gibt ganz interessante Geschichten. Oder ist das nur, dass man Geld verdienen damit? Ach, wow! Nein, aber da gibt es ganz interessante Studien. Aber ein Teil ist natürlich auch einfach, weil wenn also in der Geschichte nur Elend erfährst und nur verfolgt wirst und nur geplagt wirst, musst du irgendwann damit umgehen. Ja, ja. Dann musst du irgendwann damit umgehen. Und dann entwickelst du eine Art auch ein bisschen mehr Humor. Und wenn du ein kleines Volk bist und immer keine Macht hast,
musst irgendwie... Gut, das stimmt jetzt nicht ganz. Also habe ich einen Haufen YouTube-Videos darüber gesehen, dass, ja, dass die Juden einen Haufen Macht haben auf dieser Welt. Ja, und also auch da halt wieder, oder? Der grösste Feind vom Glauben ist das Wissen. Und Humor, auch wenn man es uns drinnen nicht anmerkt, setzt eine gewisse Intelligenz voraus. Und ich, vielleicht ist auch darum Humor und Religion ein bisschen schwierig. Auch da muss ich aber wieder kurz korrigierend sagen, ich bin jetzt dann gerade eingeladen in einem Podcast von der katholischen Kirche, um über Gott und die Welt zu reden. Und ihr Podcast heisst Holy Shit. Und das finde ich sehr lustig. Das ist lustig. Also, es, man kann es wie immer nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ja, spannend war es, um mit euch zu sprechen. Ja. Mhm. Machen wir wieder mal. Ja, ich hätte jetzt gesagt, sofern ihr auch Freude daran hättet, ihr könnt, könnt ja einen Kommentar hinterlassen. Man kann das ja neu scheinbar auch bei Spotify. Das, ja, sind wir wirklich immer sehr dankbar, ja, dass es eine neue Möglichkeit, ja, gibt, dass die, okay, Leute ihre Meinung, ja, können sagen. Absolut, das fehlt. Das hat wirklich gefehlt, dass man auf Spotify jetzt auch noch Kommentare abgeben kann. Also, ihr dürft euch drei Comedy Jesus hier beurteilen und euch sagen, ob ihr das gut gefunden habt oder eben findet. Weißt du was? Behaltet eure Privatgespräche für euch. Liefert gefälligst wieder Pointe. Dann können wir natürlich mit dem auch sehr gut leben oder wir gehen beten. Also, man muss aber auch dazu sagen, normalerweise Montagabend, 8 Uhr YouTube, Comedy-Männer, wie gewohnt, ja, da ändert sich nichts dran. Oder? Wie die Religion. Oder? Der Kern bleibt beständig. Ja. Oder? Und ab und zu, wenn wir wieder mal Lust haben, haben wir so eine Philosophie, wie heisst es? Philosophie-Folge raus. Ja. Ja. Ihr könnt so dann auch unsere religiösen Symbole anlegen. Ja. Merch. Ich Gewand. Ihr könnt euch ablassen kaufen, indem, ja, ihr die Füße von mich als Schweizer kaufen. Zum Beispiel. Ihr könnt es auch küssen. Absolut. Aber erst, wenn ihr es ausgedrückt habt. Korrekt. In dem Sinn, danke fürs Interesse. Hebt euch Sorge und Amen. Comedy Männer. Präsentiert von Emmy Joghurt Pur.